Ja, moinsen, meine Bruts, und willkommen zurück zu Yo-Kai Watch 3. Im letzten Part haben wir, ich will nicht sagen, mit der Shogunyan-Suche angefangen, aber wir haben auf jeden Fall den Weg für ihn geebnet. Folgendermaßen, im letzten Part haben wir uns zwei Yo-Kai gegönnt, die auf seinen Nacken gehen. Um nicht zu sagen, wir haben im letzten Part zwei Yo-Kai befreundet, die wir für ihn brauchen. Und zwar Baku und Yappa-Kappa. Und heute wollen wir im besten Falle die letzten zwei Yo-Kai holen. Temportalex und Miasmia. Die brauchen wir noch, damit wir Shogunyan freischalten können. Großes Problem an der ganzen Sache ist, es ist leichter gesagt als getan, diese beiden Yo-Kai anzufreunden. Fangen wir mit Temportalex an. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man ihn bekommen kann. Erstens, und das ist eigentlich so die einfachere Angelegenheit, aber ich habe mich im Vorfeld informiert und sehe da gerade keine Möglichkeit, ihn so anzufreunden. Und zwar, man muss ins Krämerviertel gehen, zu den Apartments, und in einem dieser Apartments angekommen, gibt es ein Rateschild. Da trägt man irgendeinen Yo-Kai an und kann in die Vergangenheit reisen, und dort gibt es wohl anscheinend Temportalex. Da ich aber anscheinend diesen Schlüssel für das Apartment nicht habe, müssen wir zur Möglichkeit 2 rüberkommen. Und zwar das Fusionieren. Wir brauchen Portalex und wir brauchen Dreiseher. Und wenn wir diese beiden Yo-Kai angefreundet haben, was noch nicht der Fall ist, dementsprechend müssen wir diese beiden Yo-Kai heute noch finden, fusionieren, damit die beiden zu Temportalex werden können. Dann hätten wir ihn schon mal. Möglichkeit 2, beziehungsweise Yo-Kai Nummer 2, Miasmia, kann man auch nicht einfach so bekommen. Also vielleicht, indem man zum Yo-Kai Marten geht oder so. Und zwar, ein Moment, das finden wir mal ganz kurz raus. Ja, also man kann mit einer Legendenmünze an Miasmia rankommen. Problem an der ganzen Sache ist, ich habe keine Legendenmünze und ich möchte für diesen Part auch nicht irgendwie auf Krampf gucken, dass ich aus dem Yo-Kai Marten sie rausbekomme durch eine Legendenmünze. Ist viel zu unwahrscheinlich, deswegen machen wir es folgendermaßen. Wir befreunden uns mit Smoggy und entwickeln sie dann bei Level 37 zu Miasmia, denn man muss Smoggy bis Level 37 leveln, damit man Miasmia bekommt. Also ihr seht, relativ cringe so das Ganze, wie man an Shogunyan rankommen kann. Aber ich wäre ja nicht Rede und Kai, würden wir es nicht trotzdem hinbekommen. So, lasst uns am besten ins Krämerviertel gehen und da anfangen, denn dort kann man den guten... Warte mal, wo bin ich? Oh, ich bin in Schwalbing. Mm. Ja, egal, komm, da machen wir es folgendermaßen. Wir gehen zum Excelsior-Turm, wenn man das Ganze auf Almanisch aussprechen möchte. Ich sag jedes Mal Excelsior-Turm dazu. Excelsior-Turm. Stimmt das überhaupt? Wie sprecht ihr das eigentlich aus? Sagt ihr so richtig auf Almanisch Excelsior-Turm oder sagt ihr Excelsior-Turm, weil das irgendwie besser klingt? Während ihr das in die Kommentare hineinlunzt, erkläre ich euch kurz, welchen Yo-Kai man hier überhaupt bekommen kann. Hier beim Excelsior-Turm kann man Portalex bekommen. Er ist auf Rang C und man findet ihn hier beim Excelsior-Turm bei solchen Blumenbeeten. Und ich glaube, das ist der einzige Spot beim Excelsior-Turm. Ist so ein schwieriges Wort, ne? Das ist der einzige Ort beim Excelsior-Turm, wo man ihn bekommen kann. Und wir haben es gerade beim dritten oder vierten Anlauf geschafft, ihn hier zu encountern. Das schmeckt! Ja, da ist er. Aber ich glaube, wie gesagt, das hier ist das einzige Blumenbeet im gesamten Excelsior-Turm, wo man ihn bekommen kann. Ich glaube nicht, dass es diesen Blumenbeet-Abteil nochmal irgendwo hier in diesem Gebiet gibt. Ich habe jedenfalls keinen gefunden. Ja. Ich weiß auch nicht, ob nur diese Art von Blumenbeet zählt oder ob man auch in diese Grasbüschel schauen kann, die sich zwischen den Bäumen befinden, die man auch manchmal encountern kann oder wo du auch manchmal interagieren kannst mit. Also diese Grasflächen halt, ne? Ihr wisst. Aber hier haben wir ihn und werden ihn sofort anfreunden. Aber ganz schnell. Er taucht auch dreimal auf, aber ich will trotzdem auf Nummer sicher gehen. Ich meine, wir können auch auf das Glück hoffen, dass er mitkommt, aber wir nutzen die verbotene Frucht. Und knattern rein. Das schmeckt, oder? Ja, sehr gut, das dachte ich mir doch. Dass ihm das ganz besonders schmecken tut. Also, Schritt Nummer 1 ist getan. An sich finde ich sogar, dass das Fusionieren zwischen Portalex und Dreiseher nicht so schlimm wie Smoggy zu finden und sie auf Level 37 zu bringen. Also total kritisch mäßig, ne? Weil
wie kann man sie auf die Schnelle auf Level 37 bringen, ohne jetzt irgendwie tausende Klugeln zu verschwenden. Na gut, Portalex, da haben wir ihn. Portalex. Hashtag Bruts, je. So, das dazu. Und ich würde sagen, wir benennen Portalex nach einer, ich möchte fast sagen Abonnentin, weil ich mir sicher bin, dass das eine Abonnentin ist. Die gute Akio. Akio Shiota. Sie war in der letzten Zeit sehr aktiv, hat sehr aktiv Kommentare geschrieben und auch auf Instagram ist Instagram. Ich habe heute, das ist heute der Part der behinderten Aussprache. Ich kann kein Deutsch. Jedenfalls, Grüße gehen raus. Auch auf Instagram ist sie sehr aktiv. Das wollte ich gerade damit sagen. Nummer 1 haben wir gefunden. Jetzt ins Krämerviertel. Und ich hoffe, ich vercheck's wieder nicht, mich zum Krämerviertel zu porten. Warum müssen denn der immer der Markt des Krämerviertels und von Schwalbingen direkt untereinander sein? Voll verwirrt. Naja. Wir müssen ins Krämerviertel, aber nicht wegen dem Apartment, wovon ich euch gerade eben erzählt habe. Falls ihr dazu Näheres wisst, gerade in Bezug auf das Rateschild und sich in die Vergangenheit porten, was ich euch auch unbedingt zeigen möchte, schreibt es in die Kommentare, Boringos. Wäre sehr löblich. Wir müssen in die Privatklinik Mondhof, denn hier läuft Dreiseher zu einer bestimmten Chance rum. Ach, da ist er doch sofort. Man kennt es natürlich, wenn man direkt in ihn reinrennt. Ich muss zugeben, ich habe das hier offscreen schon mal so ein bisschen gemacht, um zu gucken, ja, ob man überhaupt per Fusion an Temportalex rankommen kann, wenn man Dreiseher und Portalex miteinander fusioniert. Na, und ich sag mal so, es wäre ja dumm, wenn ich jetzt die beiden befreunde und dann klappt es nicht. Also ihr könnt euch ja ausdenken, ob das klappt. Ja, das dazu. Ja, da hätten wir ja schon Schritt Nummer 1 geschafft. Und das nach knapp, ja, wenn wir jetzt alles fertig kriegen auf die Schnelle, würde ich sagen, sind wir in 9 Minuten mit Temportalex durch. Dreiseher. Ich bin eins mit allem, außer dir. Das müssen wir ändern. Dann kommen sie hier ran und machen sie nicht so Auge jetzt. Dreiseher. Ja. Gut. Dreiseher wird benannt nach Mori. Auch an dich, vielen Dank fürs Kommentare schreiben. Und zwar Mori 5678. Danke, dass du am Start bist. Auf dich, Bruder. Ein Schluck des leckeren Bosters. Oh, ich bin süchtig danach. Das schmeckt. Okay. Raus hier. Wir wollen ja nicht so viel Zeit verschwenden, ne? Es sei denn, Nathan fliegt auf die Fräsen und muss erstmal behandelt werden von Dr. Kling. Um nicht zu sagen Dr. Klingeling, und das wäre, ja, nicht so geil. Nachher fehlt uns noch irgendwie ein Arm oder so. Oder unsere Niere. Okay, wir gehen zu Meister Zen. Was? Was? Ja, wir gehen zu dir, alter Kumpel, und werden Dreiseher mit Portalex fusionieren. Na dann fangen wir mal an. Ab geht die Post. Um. Hamdula, Bruder. Da ist er. Vielen, vielen Dank. Das ging, wie gesagt, sehr schnell. Nein, nicht umbenennen. Wir belassen es bei Akio. Ehre. So, Mori, ich hoffe, du bist nicht enttäuscht, weil du jetzt gerade deinen Namen verloren hast, aber du wirst immer ein Teil von Temportalex bleiben, weißt du Bescheid. So, das war Möglichkeit Nummer 1. Wir haben es geschafft. Wir haben, und das hat sehr lange gedauert. Temportalex bekommen. Jetzt kommen wir zu Smoggy. Da muss ich nochmal kurz lesen. Also, Smoggy sometime appears in Tornadoes, also Tornados halt, ne, die es in East Pine gibt unter anderem. She can also be found in Trees in Blossom Heats and Upton Springdale. Mm-hmm. Lastly, she can be found in the Old Mansion. Ich weiß jetzt gerade nicht so genau, an welchem Spot sie vom Level her am höchsten ist, aber ich würde sagen, keine Ahnung. Ich meine, die alte Villa müsste ja auch in East Pine sein. Da könnten wir quasi auch in die alte Villa reinschauen, aber Wir suchen sie mal in Lenzhausen-Neudorf. Und bevor wir jetzt länger rumpalabern, direkt anfangen. Sie ist Rang D.
Das heißt, vom Level her wird sie wahrscheinlich überall gleich sein. Ich hoffe es natürlich nicht, dass sie gleich auf Level 5 oder so ist. Ich hoffe, sie wird ein bisschen höher sein. Aber ja. So, ich habe Rang D gesehen. Wo war das? Es könnte jetzt wirklich sehr, sehr lang dauern, bis wir sie überhaupt bekommen. Deswegen müssen wir hier so wirklich so geduldig wie möglich sein. Okay, das wird ein anderer Yokai sein. Aber ich meine, es gibt ja hier in Uptown Springdale bzw. Lenzhausen Neudorf sau viele Bäume. Meine lieben Brüder und Schwestien. Bedeutet, irgendwo muss sie, auf irgendeinem Baum muss sie doch chillen. Ohne das Gebiet zu resetten zu müssen. Und ihr wisst, wie ekelhaft das ist. Na? Ich weiß nicht, Blossom Heats ist wahrscheinlich, Blütenbühl? Ist das Blütenbühl? Ich weiß es nicht. Komm, komm, Rang D. Ja, hier. Oh, bitte, Smoggy, kommen Sie heran. Das ging sehr schnell. Gönjamin. Ich weiß aber nicht, ob wir sie schon mal befreundet haben. Es kann natürlich sein, aber ich frage mich, wenn ja, wann bitte haben wir das geschafft? Alles klar, da ist sie. Und in der Zwischenzeit gucke ich ganz kurz, was nochmal Blossom Heats bedeutet. Ist das Schwalbing? Oder ist es wieder Blütenbühl? Es ist Blütenbühl, oh Gott. Ich muss mir mal merken, so als Eselsbrücken-Style, dass Blütenbühl und Blossom Heats die gleichen beiden Anfangsbuchstaben haben, sodass man das in Relation sehen kann, ja? Blütenbühl, Blossom Heats. Uff. Ja gut, die nächste verbotene Frucht reinknattern. In die heilige Sau. Oh. Okay. Ich hoffe wirklich, dass sie auf einem ganz guten Level ist. Ich habe keine Lust darauf, sie irgendwie auf Krampf hoch zu trainieren. Per Klugeln. Du bist echt stark. Möchte dein Freund sein. Gern doch. Ich sag mal so, ne? Ich muss zwar sagen, dass Smoggy in Yo-Kai Watch 1 oder besser gesagt in Yo-Kai Watch 2 also es geht nicht um Smoggy, es geht um Miasmia. Ich fand, Miasmia war in Yo-Kai Watch 2 viel schwieriger zu befreunden als hier. Weil in Yo-Kai Watch 2 war sie Rang A, es gab sie, glaube ich, nur im Blütenbühl auf Bäumen. Und bekommen die da mal encountert und dann noch befreundet. Das war so cringe. Guckt euch am besten den Shogunian Livestream an, falls ihr noch nicht gesehen habt. Aber ich habe da sehr lange gehangen. So, der geht raus an Mark 1. Vielen Dank fürs Kommentare schreiben, Rudinius. Guten Moin. Er hat so Kommentare geschrieben wie zum Beispiel: Bester YouTuber wurde noch nicht benannt. Und das hat sich jetzt geändert. Ehre. Okay, wir haben sie anscheinend noch nicht befreundet, kann das sein? Ich meine, dass er gerade eben das Medaillon in, also die Medaille ins Medaillon ging. Oh, wir haben 3 heilige Klugeln. Ja, du heilige Scheiße. Level 4 ist sie. Level 4. Und wir müssen sie auf Level 37 bringen, das ist euch klar, ne? Oh, das wird cringe. Das wird hart. Ich hoffe, das klappt. Ich meine, das mit den ganzen mittleren Klugeln, die wir gesammelt haben, konnte ich sie schon mal auf Level 17 bringen. Aber wir haben nicht allzu viele große Klugeln, das ist das Problem. Das Gute ist aber, sie ist Rang D und Rang D bedeutet auch, man bekommt sie relativ leicht hochgelevelt. So, ich speichere mal ganz kurz ab, damit, falls ich jetzt gleich die ganzen heiligen Klugeln rausschmeiße, ja, ich hätte vorher speichern sollen, damit ich jetzt nicht die ganzen anderen Klugeln in sie reinbuttere. Auf verschwenderischste Art und Weise.
So, 60.000 EP wird doch wohl ausreichen, damit sie auf Level 37 kommt, oder? Also ich hoffe es. 31. 37. Ja, moin. Kommen Sie heran. Warum immer ich die ganzen heiligen Klugeln habe, aber heilige Scheiße. Gönjamin. Miasmia, wunderschön. So, es bleibt beim Spitznamen Mark. Und, wir haben's. Wow. Vielen, vielen Moin. Und jetzt kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Shogunyan wird jetzt beschworen. Also wird schon mal die Taschentücher raus. Jetzt geht die Luzi ab. Das Emblem leuchtet. Wir rufen Legendärer. Unser erster Legendärer. Ich bin Shogunyan. Ich werde euer treuer Gefährte sein. Ja. Shogunyan, ultimative Kreissäge. So schaut's aus. Wir haben ihn. Und, das hat gedauert. Aber ich bin froh, dass ich es in diesem Part geschafft habe, wirklich alles durchzuziehen. Ja, also von Tempo Talex und Miasmia. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so schnell geht. Aber ich habe mich auch vorbereitet deswegen, ne? Ja. Okay. Ich schau mal kurz, nach wem ich ihn benennen kann. Aber wisst ihr was? Ich kenne jemanden, der auch noch nicht benannt worden ist, aber auch ziemlich aktiv ist. Wobei eigentlich seine Kommentare zu 90% daraus bestehen, Yokai zu tauschen. Deswegen ich halt nicht weiß, ob er das Let's Play aktiv verfolgt oder nur da die Videos schaut, um in die Kommentare zu schreiben, tauscht ihr den Yokai mit mir? Aber ich bin mal so gütig und glaube an das Gute im Menschen und benenne den guten Quajitz nach Shogunyan. Quajitz Lol ist sein Name. Ja. Ich danke dir für dein, für deine Aufmerksamkeit, die du hier da lässt, für deine aktive Zeit auf dem Kanal. Und Shogunyan gehört dir, Brudinius. Auf Nacken. Und viele haben mir geschrieben, Kai, Shibanyan S, nichts für ungut, aber... Bruder, der ist scheiße. Der kann nix. Soll es ihn auswechseln? Und das werden wir jetzt tun. Ich habe nämlich auf diesen Moment gewartet, dass wir das machen werden. Deswegen porte ich jetzt relativ zufällig zur Postfinale Schäfer, ohne einen ganz bestimmten Grund. Wir hätten noch irgendwo anders hingehen können, wo ein Aokai ist, aber... Zuerst einmal werden wir ihm sein Item wegnehmen, das er gerade trägt. Und machen die Bühne frei. Für Shogunyan. Hashtag Bruts. Und es wurde schon lange, es war lange überfällig, dass er in unser Team kommt. Ja. Ob er jemand ist, der konstant drinbleiben wird, kann ich euch auch nicht sagen. Ihr habt mir jedenfalls geschrieben, dass Sazel jetzt auch nicht so der krasse Team-Member ist, der es wert ist, halt eben ja ins Team reinzukommen. Also Sazel in seiner Grundform ist nicht allzu stark. Aber ich behalte ihn trotzdem mal drin fürs Erste. So, und wir rüsten ihn mit dem... nein, nicht mit diesem Armreif aus, mit dem mythischen Armreif. Somit hat er jetzt schon eine Stärke, auf Level 1 hat er jetzt schon eine Stärke von 95. Und guckt euch das mal in Relation an. Er ist jetzt schon stärker als Fukuro Kuju, der Level 78 ist. Man kennt's, ne? Man kennt's. Ja. Das war's. Und das schmeckt. Wir leveln ihn mal ein bisschen auf. Schmeiß dafür ein paar kleine Kugeln aus dem Fenster, weil wir haben es. Wir haben es, ja.
Und werden ihn so auf Level, ja, wahrscheinlich 10 entwickeln. Vielleicht werde ich auch eine heilige Kugel in ihn reinstecken. Weil er wäre jemand, der es wert ist. Ich meine, wisst ihr, wenn wir schon Smoggy 2 dieser heiligen Kugeln geben, dann hat Shogunyan auf jeden Fall mindestens auch eine verdient. Und ist jetzt schon Level 25. Und jetzt schauen wir uns nochmal seine Werte an. 132 Angriff schon. Also er macht sich auf jeden Fall. Gut. Brudingos, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir könnten natürlich Shogunyan jetzt noch diverse Seelen geben, beziehungsweise Seelensteine. Mit dessen Hilfe er seine Crit-Wahrscheinlichkeit noch weiter steigert. Aber wir bleiben erstmal hier bei diesem mythischen Armreif. Ich danke euch fürs Zuschauen. Mal gucken, was wir im nächsten Part zu machen. Ich habe auf jeden Fall einige Kommentare bekommen bezüglich der Quests, die wir noch machen können. Und um die werden wir uns wahrscheinlich im nächsten Part kümmern, bevor wir jetzt den nächsten Legendärer holen. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr auf diesem Kanal neu seid und ihr wollt mehr von Yo-Kai Watch 3 sehen. Bis dahin, macht's gut, haut rein und Feierabendserisierung. Mhm. Mhm.